Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Es war der Brückentag Anfang Oktober. Tobi und ich waren unterwegs zur Wildspitze, dem mit 3768 Metern zweithöchsten Berg Österreichs. Losgelaufen waren wir am Morgen gegen 5 Uhr am Parkplatz der Fitztaler Gletscherbahn nach kurzer Nacht in Tobis Bus. Auf dem Weg zum Taschachhaus gibt es ca. 800 Meter unterhalb der Materialseilbahn einen potenziellen Landeplatz. Der Weg ist eher unspektakulär, interessant sind hier nur die Markierungen der historischen Gletscherstämme. Der Taschachferner zeigte sich zunächst von seiner abweisenden Seite. Die Zunge lag noch komplett im Schatten und es blies uns ein kalter, katabatischer Wind entgegen. Nach dem Steilaufschwung kamen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen über die Gipfel und der Wind ließ nach. Bisher war außer uns noch niemand unterwegs. Wir hatten die beeindruckende Szenerie ganz für uns alleine. Es gab nicht einmal Begehungsspuren. Trotz des deutlichen Gletscherschwunds waren die Dimensionen des Gletscherbruchs immer noch beeindruckend. Blauer Himmel, Sonnenschein und diese grandiose, fast schon kitschige Gletscherlandschaft. Ein Traum. Auf Höhe des Mittelbergjochs trafen wir auf eine Spur. Eine Seilschaft hatte die Möglichkeit genutzt, den Aufstieg mit Hilfe der Gletscherbahn zu verkürzen. Wir folgten ihrer Spur durch das Spaltenlabyrinth. Auch weiter oben war die Schneeauflage so gering, dass das Seil im Rucksack bleiben konnte. Wir hatten jeder 30 Meter Rebschnur bzw. Redline dabei. Langsam kam Müdigkeit auf und auch die Höhe machte sich bemerkbar. Die Spalten waren gut zu erkennen, auch die nächste vor mir. Trotzdem schaffte ich es mit katzengleicher Gewandtheit direkt reinzutreten. Nichts passiert, aber ich war wieder wach. Das letzte Stück bis zum Gipfelgrat zog sich dann noch ganz schön in die Länge. Auch im oberen Teil waren Spalten zu queren. Ziemlich platt auf den letzten Metern des Gipfelgrats. Nach insgesamt 8,5 Stunden, 1930 Höhenmetern und 18 Kilometern standen wir schließlich auf dem Gipfel. Tobi ging noch weiter zum Nordgipfel, ich wollte mir den brüchigen Grat ersparen und stieg den Südwestgrat wieder ab, um unterhalb zu starten. Hier Tobis Blick vom Nordgipfel. Beim Aufstieg stand der Wind hier noch gut an, jetzt kam er von hinten. Also ging ich ein paar Meter rüber auf den nordöstlich ausgerichteten Nachbarhang. Hier passte der Wind, aber es war alles voller Spalten. Ich stieg also nochmal etwas ab, um unterhalb dieser Spaltenzone auszulegen. Es würde auf jeden Fall ein langer Startlauf werden und so kam es dann auch.
Ich rannte und rannte und rannte. Der Hang war plötzlich gar nicht mehr so lang. Der Gletscherabbruch kam näher, der Schirm wollte nicht fliegen und ich konnte auch nicht mehr schneller laufen. Jetzt oder nie setzte ich mich beherzt ins Gurtzeug, bremste an und hob gerade noch rechtzeitig ab. Boah, das war knapp. Hier der Blick zurück zur Wildspitze. Von hier oben sah man gut, wie spaltenreich der Taschach ferner ist. Ich folgte grob unserer Aufstiegsroute. Hier der Abschnitt auf dem Gletscher nochmal in der Übersicht. Der Aufstieg ist eine leichte Hochtour ohne nennenswerte technische Schwierigkeiten. Vollständige Gletscherausrüstung ist aber anzuraten. Die leichte Blockkletterei über den Südwestgrat ist mit maximal 1 bis 2 bewertet. Tobi hat es unterdessen mit seinem Lynx in die Stratosphäre gebeamt. Er war nur noch als kleiner weißer Punkt zu sehen. Ich war mir dagegen erst nicht sicher, ob ich es mit der Susi aus dem Taschachtal rausschaffen würde. Als ich um den Brunnenkarkopf rum war, war dann aber klar, dass es leicht bis zum Landeplatz im Mittelberg reichen würde. Der Plan, sich den langen Talhatsche wie bei Skitouren im Winter zu ersparen, ging also auf und die Susi kam endlich mal entsprechend ihres angedachten Verwendungszwecks zum Einsatz. Hier sieht man nochmal schön die Landemöglichkeit im Taschachtal. Links oben sieht man den Riffelsee. Rechts oben mit dem Schnee, das dürfte die Schwarze Schneid sein. Die Tour war auf jeden Fall das Highlight meiner bisherigen Hike-and-Fly-Saison. Der Landeplatz auf der Winterfahranlage ist großzügig und frei vom Talwind angeströmt. Jetzt nur noch eine schöne Landung und dann auf zur wohlverdienten Pizza.